ganz schwer los. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass es dann doch so viele nach der Kaffeepause zurückgeschafft haben. Damit Sie so richtig in Stimmung kommen, würde ich Ihnen gerne einen Trailer vorher zeigen. Ach du Scheiße, wo schon wieder einer hin? Chica, Banana! Ich hab dir verziehen, dass du mich betrogen hast, ja? Warum ist die Sünde so süß? Entschuldigung. You only think when I tell you. Lieber Videofreund, kennen Sie sich aus in der verrückten Welt des Films? Does your father follow your surfing career? No, why not? I'm a girl. Die Mieten sind zu hoch. Kein normaler Mensch kann sich in Deutschlands Großstädten noch eine bezahlbare Wohnung leisten. Die Lösung lautet Degentrifizierung. Ja, wie ich schon angekündigt wurde, mein Name ist Yvonne Abele und ich arbeite im Moment fürs Medienboard Berlin-Brandenburg als Förderreferentin für die seriellen Formate. In dem folgenden Vortrag wird es jetzt mal ganz kurz um die Grundlagen gehen der Förderung, wer kann bei uns gefördert werden, was fördern wir, und dann im Anschluss noch ein paar Beispiele, die ich Ihnen gerne vorstellen würde, und natürlich, oder ich hoffe, dass dann auch noch ein paar Minuten Zeit sind für Fragen. Und ja, ich hoffe, dass die Informationen für Sie interessant sind und Sie weiterbringen, weil das Besondere an unserer Förderung ist tatsächlich, dass die Produzenten und Produzentinnen nicht unbedingt aus Berlin-Brandenburg stammen müssen, die müssen nur ihr Geld bei uns ausgeben. Also ich weiß nicht, wer jetzt als Produzent aus Berlin hier ist, aber ja, viel Spaß. Es gibt bei uns in der seriellen Förderung drei Kategorien. Die eine Kategorie ist Serial Drama, High-End Serial Drama, die dem Geschäftsbereich Filmförderung zufällt. Die zweite Factual and Entertainment Formate, die dem Geschäftsbereich New Media zufällt. Und die dritte Webserien, die auch dem Geschäftsbereich New Media zufällt. Factual und Entertainment Formate ebenso wie Webserien sind eben im Geschäftsbereich New Media, aus dem sozusagen auch ich stamme. Dazu sage ich später noch mal ein bisschen was. Wichtig ist einfach nur für Sie, dass Serial Drama sich aufgliedert sozusagen in zwei Geschäftsbereiche. Die Webserien haben wir als eigenes Genre drin, wir haben sie aber nicht definiert. Also eine Webserie kann bei uns eingereicht werden, was aber nicht heißt, dass die 10 Minuten haben muss, eine bestimmte Anzahl von Protagonisten etc. pp., sondern auch dort sind wir relativ offen und freuen uns auf das, was die Produzenten uns da vorschlagen. Es gibt zwei Möglichkeiten der Förderung bei uns beim Medienboard. Die Entwicklung serieller Formate können Sie sich fördern lassen und die Produktion der seriellen Formate. Ganz allgemeines zur Förderung. Antragsberechtigt sind Produzentinnen und Produzenten, wie ich eben schon sagte, nicht nur aus Berlin-Brandenburg, also ansässig, sondern gerne aus ganz Deutschland, auch gerne internationale Koproduktion. Da sind wir relativ offen. Sie können so nahezu alle Genres bei uns fördern lassen. Außer natürlich, da muss ich kurz zurückgehen, außer natürlich alles, was gesetzlich nicht erlaubt ist, also gewaltverherrlichend oder pornografisch. Die Auswertung sollte linear oder nonlinear durch TV-Sender oder VOD-Plattformen erfolgen. Auch da ist grundsätzlich der
Fantasie des Produzenten wenig Grenzen gesetzt oder viel Spielraum gegeben. Also eine VOD-Plattform kann sehr vieles sein. Das heißt nicht nur, dass sie bei uns in die Förderung oder für die Förderung in Frage kommen, wenn sie ein LOI von Netflix oder Amazon oder whatever, die es gar nicht mehr gibt, naja, whatever dann wahrscheinlich nicht, bringen. Wichtig für uns ist eine ausgewogene Rechteaufteilung zwischen Produzent und Auswerter. Das bemisst sich auch immer sehr individuell an der Förderquote, die sie bei uns beantragen können. Der Regionaleffekt ist wichtig. Sie sollten mindestens das von uns geförderte Geld bei uns in der Region ausgeben. Merkblätter, Einreichtermine und Ansprechpartner finden Sie auf medienboard.de. Da vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis, eben da es sich um zwei verschiedene Geschäftsbereiche handelt, die lehnen sich aneinander an, aber sie unterscheiden sich auch ein bisschen. Und ganz wichtig, bevor Sie einen Antrag stellen können, bevor Sie überhaupt die Unterlagen bekommen, ist ein obligatorisches Antragsgespräch notwendig. Das führen Sie in dem Falle mit mir, beziehungsweise dann, also manchmal wechseln die Förderreferenten auch. Also wenn Sie es heute führen würden, würden Sie es mit mir führen. Zur Entwicklung. Die Antragsunterlagen, die Sie einreichen müssen, sind Exposé-Treatment, ein Konzept, Kalkulation, Finanzierungsplan, Zeitplan etc. pp. Sind eigentlich die üblichen Unterlagen, das besprechen Sie auch im Verlauf des Antragsgesprächs relativ detailliert. Sie brauchen LOI eines Auswerters, allerdings nur für Serial Drama bei der Entwicklung. Also wenn Sie eine Show entwickeln wollen, ganz gleich, ob es darum geht, jemanden zu verkuppeln, eine Dating-Show zu entwickeln oder auch Tiertricks vorzuführen, brauchen Sie erstmal kein LOI, weil eben in diesen Factual-Formaten die Fördermenge nicht ganz so hoch ist. Genau, die anerkennungsfähigen Kosten sind üblich Honorare, Writers Room, Serien, Pilot. Das ist bei der Entwicklung durchaus auch relevant. Also wir freuen uns, wenn Sie wirklich eine Projektentwicklung beantragen und nicht nur eine Stoffentwicklung. Wenn Sie also zumindest einen Teaser oder vielleicht sogar einen ganzen Piloten planen, dann auch zu produzieren. Die Mitfinanzierungsquote bei der Entwicklung sind 50% und in Ausnahmefällen, die wirklich sehr selten vorkommen, 80%. Sie können HU auf die Fertigungskosten ebenso wie Gewinn draufschlagen, also gehen da auch nicht ganz leer bei aus. Genau, und die Entwicklung, es handelt sich wie bei fast allen Förderungen um Darlehen, das rückzahlbar wird bei Produktionsbeginn. In der Produktion sind die Antragsunterlagen ähnlich gegliedert. Auch da reichen Sie die Drehbücher ein, eine detaillierte Projektbeschreibung, Kalkulation. Da hilft Ihnen natürlich, wenn Sie einen Trailer vorher gedreht haben für die Einreichung der Produktion. Man kann sie auch staffeln, Auswertungskonzept etc. pp. Für die Produktion brauchen Sie definitiv ein LOI eines Auswerters, egal welches Genre. Das ist nämlich falsch, was hier steht, da habe ich einen Fehler gemacht. So die Mitfinanzierungsquote beträgt hier 30% am deutschen Finanzierungsanteil und auch hier HU und Gewinn in den üblichen oder in der üblichen Höhe. Es handelt sich auch hier um ein erlösbedingt rückzahlbares Darlehen. Genau, dann zum Geschäftsbereich New Media, weil ich das eben vorher schon mal angesprochen habe, dass sich das unterscheidet bei Medienboard zwischen Filmförderung und New Media. Der Geschäftsführer des New Media Förderbereichs ist Helge Jürgens. Später habe ich auch noch ein Foto von ihm, wer den noch nicht kennt. New Media umfasst bei Medienboard die Standortentwicklung, die Förderung von Games, VR oder auch AR, AR habe ich jetzt gar nicht drin, Formaten, Digitail, das ist ein Förderangebot mit den Hochschulen zusammen und seit kurzem haben wir auch noch den Canada German Digital Media Incentive, also eine kanadisch-deutsche Co-Produktionsgeschichte, die, glaube ich, jetzt im Februar das erste Mal sozusagen ausgefördert wurde und von jetzt an zweimal im Jahr gefördert wird. Und eben, habe ich schön rot gemacht, die seriellen Formate, über die wir die ganze Zeit sprechen. Auch nochmal in Signalfarbe rot für den besonderen Canada Germany Digital Media Incentive. Auch da können Sie Webserien einreichen, also Serial Drama Formate, die vielleicht ein bisschen kürzer sind als die üblichen TV-Längen.
das Gesamtbudget der Förderung, nur damit man mal so ein bisschen auch eine Referenz bekommt, was es da an Förderung oder was an Förderung ausgeschüttet werden kann, sind ungefähr 1,9 Millionen pro Jahr. Sie können das aber natürlich auch in den Förderentscheiden nachlesen und relativ einfach dann auch nachrechnen. So. Es gibt 3 bis 4 Fördersitzungen im Jahr, wobei eben die einzelnen Bereiche, sei es Games, VR oder auch die seriellen Formate, ihre eigenen Fördersitzungen abhalten. Also es wird nicht alles gemeinsam gefördert. Genau, die Ziele der New Media Förderung sind wie so oft die Ziele von Förderern, den Standort nachhaltig zu stärken. Wir wollen vor allem Innovation in Produktion, Distribution und Entwicklung fördern und auch vorantreiben. Deswegen sind unsere Förderregularien, sage ich mal, relativ offen. Also es ist wirklich, wenn Sie ein gutes Projekt haben und das gut vorstellen können, dann ist da immer sehr viel möglich, würde ich sagen. Genau, wir unterstützen oder wollen die Produzenten unterstützen, sich neue Geschäftsbereiche zu erschließen, vor allem eben im Bereich oder in Bezug auf Digital Content. Digital Content kann ja auch so vieles sein, also wie ich auch vorher schon sagte, es beschränkt sich ja nicht nur auf Amazon und Netflix, diese VOD-Geschichten, auch Instagram und all die anderen Social-Media-Plattformen haben tendenziell die Möglichkeit, ein Wirtschaftsprojekt oder ein Projekt zu werden für einen Produzenten. Genau, wir wollen den Austausch fördern zwischen etablierten und neuen Playern. Und natürlich, wie alle, den Wissenstransfer und die Wissenssicherung durch ein starkes Netzwerk von unseren Fördernehmern sichern. Genau, die Cases. Paare haben Sie auch vorher kurz gesehen im Trailer. Paare ist jetzt in der 3. Staffel, läuft immer rund um die Berlinale. Das ist ein kurzformatiges Comedy-Serial-Drama-Format, 5 Minuten ungefähr pro Folge, von Friday Films, produziert in Berlin. Ganz links auf dem Bild sehen Sie Helge Jürgens, den Geschäftsführer des New-Media-Bereiches, in der Mitte Christian Ulm und Fritzi Haberland, die, glaube ich, ein Paar gespielt haben in Paare und eben beim Paartherapeuten auf der Couch saßen. Und an der Seite ist Johann Buchholz, Regisseur und Autor von dem Format. Wie gesagt, es gab bislang 3 Staffeln, das wurde in Zusammenarbeit mit Arte gemacht und wir haben 2 Staffeln in der Produktion gefördert und waren da sehr zufrieden, das ist ein schönes Format. Ich glaube, es kann man auch immer noch auf der Mediathek gucken von Arte, also gucken Sie mal rein. Supercrew war auch im Trailer zu sehen. Das ist eine Entwicklungsförderung, die wir vor kurzem gefördert haben, die jetzt abgeschlossen ist, von Sehr gute Filme. Regisseurin und auch Autorin war Sarah Blaskiewicz. Kennt man, glaube ich, noch nicht, aber ich denke, man wird noch viel von ihr hören. Hier haben wir tatsächlich einen Piloten gefördert als Entwicklungsförderung. Und das ist ein ernsthaftes Comedy-Format, würde ich es umschreiben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass die Produzenten und auch die Regisseurin sich freuen würden, wenn es Auswärter hier gibt, die sagen, ich bin von dem Bild so angefixt. ich kann da einen Kontakt herstellen. Genau, Höllental wurde auch schon angesprochen, das läuft morgen. Ich mache schon mal ein bisschen Werbung dafür. Das ist von der Kundschafter GmbH, ist ein True-Crime-Format. Also sensible Personen wie ich sollten das definitiv bei angeschaltetem Licht gucken. Aber auch da will ich nicht zu viel verraten. Da wird bestimmt morgen ganz viel beim Screening und im anschließenden Talk irgendwie erzählt werden. Dort haben wir die Produktion gefördert. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit dem ZDF. Dann in einer halben Stunde, glaube ich, geht es schon los mit Chicks on Boards. Haben wir auch gefördert. Ein abgeschlossenes Produktionsprojekt von der Labo M. Dörte Eichelberg, ich weiß nicht, ob sie gerade schon da ist, aber ich habe sie draußen schon gesehen. War Moderatorin, Regisseurin sozusagen von dem Format. Das ist im besten Sinne normales Dokumentationsformat. Also auch da haben wir nichts dagegen. Wir sind nicht nur auf Innovation aus. Wir nehmen auch ganz tolle andere Formate in die Förderung.
Ja, und es geht um sehr starke, surfende Frauen allen Alters und auf allen Kontinenten der Welt. Das wurde mit Arte realisiert. 1968 lief heute schon auch ein Dokumentationsformat, ebenfalls mit Arte von Bökamp und Kriegsheim. Stefano Strozzi müsste auch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hier irgendwo rumrennen. Dort haben wir tatsächlich Entwicklung und Produktion gefördert. Also auch das ist möglich, dass sie sich erst ganz regulär für die Entwicklung bewerben und dann später im nächsten Schritt eben für die Produktion. Auch mit Arte gemacht, das ist eine spannende, finde ich, spannende Form aus Archivmaterial und Storytelling. So. Dann die Dicke Ducks von Mar Vista. David Wachsmuth ist Geschäftsführer und hat das auch federführend verantwortet. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt, ich kannte es nicht. Es ist wohl in einigen Teilen Deutschlands ein sehr, sehr bekannter Comic aus den, glaube ich, 70er, 80er Jahren. Und die Firma hat sich eben die Rechte gesichert und sich jetzt an einer Adaption oder auch Interpretation dessen versucht. Vergangene Woche wurde so der erste Trailer veröffentlicht auf Facebook. Also es ging, war eine Entwicklungsförderung. Und da brach natürlich, also ein Shitstorm wäre zu viel, also eine kleine Shitsböe brach dann schon über das Projekt zusammen, weil es eben etwas ist, wo Menschen irgendwie große Emotionen dranhängen und dann ganz enttäuscht waren, dass die Stimmen jetzt anders sind und die Frisuren der drei Jungs und so. Ich finde es sehr schön, also das können Sie auch über die Medienboard-Facebook-Seite, kann man sich den Trailer mal angucken. Genau. Die Fast Hero 60s, auch eine Animationsgeschichte, das war eine Förderung, die ist aus einem Projekt entstanden. Das Medienboard hat zusammen mit dem RBB 2 Jahre lang Funkformate gefördert. Zumindest war das die Idee, dass eben Formate entstehen für Funk. Hat nicht ganz so geklappt, aber das ist ein sehr schönes Format, das daraus entstanden ist. Das lief auch in einem Funkformat, können Sie aber auch bei YouTube gucken. Ja, ist Animation, ich würde sagen, Zielgruppe Young Adult, aber muss jeder für sich nochmal selber entscheiden. Einfach mal reingucken. Genau, und dann jetzt hier nur noch so ein paar Namen. Wir haben eine Show vor kurzem gefördert in der Entwicklung, Musikbau von der Herr Media. Da wird man sicher noch einiges hören. Für Umme war im Trailer drin, haben wir in der Produktion gefördert von Kater Film. Das ist ein Serial-Drama-Projekt, das tatsächlich mit einer Plattform arbeitet, die bislang keiner kannte, so EOTV, können Sie mal reingucken. MAPPA wird auch ein Serial-Drama-Entwicklungsförderungsprojekt oder ist eins. Blutsbrüder wurde sehr am Anfang der Förderung gefördert von Berlin Producers und ist eine Zombie-Serie über ein Brüderpaar und einer der beiden Brüder ist leider ein Zombie geworden. Wurde tatsächlich auch von RTL 2 dann irgendwann mal online ausgestrahlt in deren sozusagen Mediathek. Petronella Apfelmus, das sagt vielleicht einigen was, wurde auch von der MFG gefördert, eine Animationsserie von Akkordfilm. What the Fuck, ein Musikmagazin, auch im Rahmen von Vigo, kann man sich auf Radio Fritz angucken. Und Street Philosophy von Weltrekorder ist ja eigentlich, also das Format haben bestimmt auch schon viele gehört, war ein Factual-Format, das wir gefördert haben. Genau, das so die bekanntesten, wichtigsten Formate, die wir so hatten. Wie gesagt, so zusammenfassend, wir sind offen für Innovationen, wir freuen uns immer, wenn Produzenten kommen und sagen, wir wollen neue Wege gehen, wollt ihr uns dabei unterstützen? Weil wir eben auch unter dem Schlagwort New Media genau das als unser Ziel sehen. So. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Uhr es ist, aber aus meiner Sicht wäre Zeit für Fragen. Wenn es keine Fragen gibt, dann machen wir weiter mit Deltas of the World. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den Vortrag. Und falls später noch Fragen auftauchen, du bist noch eine Weile hier und man kann dich ansprechen.